Hallo zusammen, hier ist wieder Metasnomics, da war der Bahnhof. Willkommen zu meiner zweiten Folge von Bau den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Was brauchen wir dazu? Oh, die Packung zweiter Teil, den Schraubenzieher aus dem ersten Teil und irgendwie ein Cuttermesser. Fangen wir an. Auspacken. So. Die Teile, ja klar, ein zweites Rücklicht, einen Kotflügel, ich hoffe Fahrerseite und den Rest werden wir sehen. Ja, wieder schöne AP-Schrauben, also die kleineren. Ja, wir schauen mal zu, dass wir das da irgendwie ausgepackt bekommen. Na. Machen wir mal einen Schnitt, glaube ich. Ha? So, ich habe zwar einen Schnitt gemacht, ich weiß nicht warum, weil ich glaube, die Folge wird nicht allzu lang, weil es gibt nicht viel zu tun. Jetzt jedenfalls auf den ersten Blick, wenn man so die Packung anschaut. Aber das Gemetzel mit der Pappe wolltet ihr nicht sehen oder solltet ihr nicht sehen. Und naja, genau. Und wieder das gleiche wie beim Teil 1. Deckel ab und alles wird gut. Ich schaue jetzt gerade gar nicht rein, weil ich stürze mich mal gleich auf das zweite Rücklicht. Müsstet ihr ja vom Teil 1 schon kennen. Ganz schnell das Zeug rauspuppeln. Wie im ersten Teil. So habe ich mir das gemerkt. Oder sag mal. Doch, ja, nee. Also wenn du nicht in die Bauanleitung guckst, dann, ja, hier ist die hohe Kante, das passt schon, das soll so rein. Dann kommt das so rein, hohe Kante nach unten, jawohl, Rücklicht, passt. Also, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, ihr braucht natürlich das Teil vom Teil 1, das klingt blöd, das Teil von Teil 1, ist aber so. Kriegen das wieder weg, ohne dass mir alles davon fliegt. Ich habe es ja nicht festgeschraubt. Aha. Da brauchen wir ein bisschen Kraft. Geht nicht von allein raus. So, das Teil wieder wie im Teil 1, das festhalten, kippen und das dann mit viel Spucke. Scheiße, genau. So. Da sind wir wieder. Das wird wahrscheinlich doch eine längere Serie. Ausgefutschte Teil nicht gefunden. Also ich bin auch auf der Suche. Unten auf dem Fußboden. Ich habe nichts gefunden. Ich habe mir extra die Chipkarte da rausgebaut, die zweite. Und habe mir geguckt, wo das Ding raus ist, das Rücklicht. Das ist ungefähr hier runter. Aber denkst du mal, das findest du. Irgendwie keine Chance gerade. Also muss ich noch einen Zettel irgendwo an die Tür machen. Dass meine Frau ja nicht aufräumen soll und irgendwie staubsaugen. Ich habe gerade keine Chance, das zu finden. Also habe alles abgesucht. Ich überlege gerade, ob ich die Folge ohne dem Teil weitermache. Ich denke ja. Weil, warum soll ich die Folge nicht produzieren, wenn das Teil jetzt gerade momentan unauffindlich ist? Schweren Herzens mache ich mal weiter. Es ist unglaublich, das Teil ist runtergefallen, hier so gerade runter und ich finde es nicht. Muss mal irgendwie nochmal Halogenstrahler nehmen und irgendwie mal parallel zum Erdboden und vielleicht wirft irgendwas Schatten. Ich habe keine Ahnung, wo das Teil hin ist. Also, das weiße Teil ist weg. Mann, unglaublich. Also irgendwie lasst euch was einfallen, dass euch die Dinger nicht wegfliegen. Oh Mann, könnt ihr fast schlechte Laune kriegen. Oh. Wer hätte es gedacht? Nee. Irgendwie komme ich nicht drüber weg, scheinbar. Aber egal, ich mache mal weiter. Vielleicht lösche ich auch die Folge. Vielleicht geht es auch so, warte mal. Krass. Wenn es nicht gleich klappt, dann vielleicht
das Gitter anheben und schon funktioniert das hoch oder auch nicht. Nee, funktioniert nicht. Nicht wirklich. Okay, Versuch 2,5. Ohne Rücklicht, ohne Rückwurf, Rückfahrgedöns. Irgendwo in der Pampa liegend, irgendwas. Mann, Mann. Hier ist nochmal. Ich glaube, die Folge kommt zu Outtakes. Das ist absolut eine Geschichte, die daneben gegangen ist. Und die wahrscheinlich auch keiner sehen sollte auf meinem Kanal. Jedenfalls nicht aktuell. Obwohl das jetzt geklappt hat. Nicht wirklich, warum steht das so ab? Soll ich das jetzt echt fest drauf schrauben, wenn ich das wirklich nicht habe? Nö, mache ich nicht. Ich mache jetzt nur das drauf. So. Rücklicht ohne Rückwärtsganglicht. Mein Gott, man merkt schon, ich bin ein wenig sauer. Mhm. Aber nur auf mich selber. Das Modell kann nichts dafür. Nee. Jetzt nehmen wir mal das Heft. Und wir hätten jetzt noch den Kotflügel. Aha. Eigentlich hätte ich mit dem Kotflügel anfangen sollen. Da wäre vielleicht alles gut gegangen, wenn ich erstmal hier diesen Kotflügel raus und die Schrauben. Da wir ja noch Anton Paula haben, nur die kleinen Schrauben, die kleinsten Schrauben, dürfte da auch nichts schief gehen. Wo ist die Packung? Ja. Kotflügel. Eigentlich wunderschön. Also die Bohrung, man merkt keinen Grat. Das ist eigentlich keine schlechte Geschichte. Und wir sollen das längliche rausnehmen. Okay. Und drei Bohrungen. Mhm. Ich habe nur zwei. Hintere. Zwei. Wieso sind da drei? Doch, das mal ignorieren. geht sofort ins Blut, hätte ich gesagt. Passt. Schrauben raus. Messer. Nö, weil mit den Finger. Boah, nö. Mach ich nicht. Auskippen das Ganze. Schraubenzieher. Grenadier, Schraubenzieher. Oder so. Und rein damit. Wunderbar, funktioniert sofort. Und dem ersten folgt der zweite. Nee. Wieder ein bisschen mit Gefühl das Ganze. Nicht mit aller Gewalt. Okay. Passt. Jo. Passt. Ja, fast wie angegossen. Da ist noch ein kleiner Grat, den kriegen wir noch weg. Hm. So, was haben wir jetzt? Das haben wir dran. Jetzt kommt das kleine noch. Zwei Bohrungen. Echt. Da ist sogar B-Schrauben drin. Warum auch immer. Weiß ich jetzt nicht. Kipp ich doch mal aus. Oh, Herzrasen kostenlos. Ich dachte schon, das Teil ist weg. ja. Okay. Da sind auch zwei Löcher drin. Diesmal passt das Ganze. Dementsprechend geht es auch bloß rein, wie es sollte. Soll oder sollte? Da muss man ein bisschen Kraft aufwenden, ein bisschen was reindrücken. Das gefällt mir gar nicht. Das steht hier ab. Warum?
Da muss man vielleicht ein bisschen. Also mir gefällt das überhaupt nicht, wenn das hier so absteht. Aber das ist wahrscheinlich so nicht anders machbar, weil. Naja. Vielleicht muss man hier was rausschleifen. Rausfeilen. Damit das anliegt. Vielleicht werde ich das nochmal ein bisschen nachbehandeln. Oder jetzt mal ein bisschen mit etwas mehr Kraft anschrauben. Mit was für Schrauben? 2 minus B. 2 minus B, also die B-Schrauben. B-Schraube. Okay. Da drinnen sind auch 2. Dann werden sie wohl sein. Dann schrauben sie aufmachen, warum nicht? Lol. Gehst du weg? Sie geht nicht weg. Na gut, dann machen wir so. Tatat. Fallen uns hier entgegen. Ja, verbau mich, verbau mich. Ja, ich verbau dich gleich. Wenn er mir nicht wegfliegt, dann verbau ich euch. Nee, oder? Die Löcher sind da viel zu klein. Also Freunde, habe ich die falschen Löcher oder habe ich... Nö. Zweimal B. Passt doch nicht. 2B. Und dann nehme ich... Alter Falter. Vergesst das Ganze. Sind keine B-Schrauben. Das Teil hieß 2B. Wir nehmen A-Schrauben. Die kleineren. Alles lacht. Egal. Hauptsache ihr habt Spaß. Und ich habe nicht mit aller Gewalt irgendwas verbaut. So. Wie gesagt, ich schraube nicht alles gleich fest, sondern ich setze mal kurz an und tue das halbgar sozusagen festschrauben. Die kleinere Schraube, die will nicht so richtig. Nur mit gut zureden drückt mir das ganze Teil raus, warum auch immer. Ja, weil da ist nichts zu schrauben. Das Ding ist voll Gummi. Da ist keine Bohrung drin. Ich hätte vielleicht doch mal lesen sollen, oder? Nur eine Schraube. Aha. Nee, oder wie? Kotflügel erneut umdrehen, setze eine Schraube in die dazugehörige Schraubenbohrung. Des Kotflügels ein und ziehe sie fest. Gut, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Oh Mann. Unglaublich, wie man sich anstellen kann. Eine Folge 2 mit Problemen. Das wird wohl nicht die letzte Problemfolge sein. Ich habe euch gewarnt. Aber die Schraube A geht rein. Okay, raus damit. Die ging sogar gut rein. So. Jetzt versuchen wir nochmal das gute Stück anzuschweißen, zu schrauben. Ja. Wunderbar. Passt immer noch. Richtig dagegen drücken und dann, tut mir leid, mit Schmackes rein das Ganze. So. Ich merke schon, da kommt was. Und. Also da hätte ich mir eher gewünscht, dass das näher anliegt an dem Kotflügel. Tut's aber nicht. Aber es ist so. Naja, nicht so ganz so toll, weil dass es funktioniert, sieht man hier. Man hätte vielleicht hier ein bisschen was besser machen können. Vielleicht habe ich auch bloß dämlich angestellt, aber ich glaube eher. Hier nochmal eine Bohrung und eine Schraube, oder wäre vielleicht besser gewesen.
Damit wäre ich mit dem Teil 2, glaube ich, fertig. Ich habe keine Teile mehr. Warum waren jetzt eigentlich die A-Schrauben drin? Ich glaube, wegen dem Nummernschild, wenn man es hinbekommt. Schauen wir mal kurz. Hier und hier festschrauben. Obwohl mir jetzt das Rücklicht noch fehlt, was ich noch suchen muss, da gibt es wahrscheinlich eine Special-Folge, werde ich das jetzt mal festschrauben, um A, die Folge abschließen zu können und B, nicht, dass mir noch was verloren geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie frustriert gerade. Wie kann ein Teil runterfallen und ich finde es nicht? Und wie kann es sein, dass die Schraube nicht ganz sofort reingeht? Weil ich muss das Teil ja nochmal auseinandernehmen, deswegen mache ich es jetzt nicht knüppelhart fest, sondern einfach nur, ist das die richtige Stelle? Innen. Oh, eigentlich schon. Ich gucke gerade mit wie ein Chamäleon auf das, was ich schraube und in die Bauanleitung, weil warum ist jetzt okay, Logo, ich habe ja hier noch was offen, muss ja das Rücklicht noch festschrauben und genau, jetzt bringe ich ein bisschen selber durcheinander, weil ich immer noch das Teil im Kopf sowas von drin habe, wo das abgeblieben ist, dass ich mich irgendwie gar nicht auf die Bauanleitung konzentrieren kann. Rechnet mal damit, wenn euch das passiert, richtet euch mal darauf ein, wie ihr damit umgeht. Könntet, also ich kann damit gar nicht umgehen. Merkt ihr vielleicht auch jetzt hier gerade ein kleines Filmchen. Ja, also das und das ist nicht ganz festgezogen. Und irgendwie würde das ganz toll aussehen, wenn hier das weiße Teil da wäre. Und scheiße, ich werde jetzt abtauchen und einfach das Teil suchen. Oh Mann, wie peinlich. Macht's besser wie ich. Und ich schau mal, was kommt dann noch. Vielleicht werde ich dann ein bisschen ruhiger. Ein bisschen was Geschichtliches. Ein Zeitreiseberater, den brauche ich jetzt. Zeitreiseberater am besten 10 Minuten zurück oder Viertelstunde und ihr hättet das Teil noch in der Hand, wie die echte Konstruktion aussah. Ja, könnte man hinkriegen, so ein bisschen Wintertarnung, ja. Wer macht das schon? Mal überlegen, also da würde ich mir auch ganz, ja, sieht gemütlich aus, oder? Überall Schalter und Knöpfe und Lichter. Der Uhrenturm sagt mir nichts. Vielleicht muss ich auch mal den Film nochmal anschauen. Okay, die Folge 2 ist nicht ganz durch. Ihr wisst genau, das Teil fehlt. Das muss ich noch suchen. Drückt mir die Daumen, dass das Teil findet. Ich werde es dann offline dran bauen. Und macht euch schon mal drauf gefasst, wenn euch was runterfällt. Wie geht ihr damit um? Ich gehe jetzt zum Arzt. Ich muss anrufen. Ich brauche eine Pille. Oder so, wie auch immer. Ich hau in den Sack und ich hoffe, ihr schaut mir beim nächsten Mal wieder mit zu, beim Teil 3. Soll, glaube ich, nur ein Reifen sein. Da sollte mir nichts wegspringen, obwohl Gummi. Schauen wir mal. Wünsche euch was und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Metal Storm X. Ich bin mal auf der Suche. Tschüss.